Wir erinnern uns, das hier ist das Nachtsichtgerät aus der Collector's Edition von Modern Warfare 2. Das Ganze wurde dann fortgeführt in der Collector's Edition von Black Ops. Und zwar war darin das Ding hier enthalten. Und zwar ist es ein kleines ferngesteuertes AC-Fahrzeug mit einer Kamera vorne dran, mit der man so unsittliche Dinge machen kann, dass ich jetzt nicht darüber berichten möchte. Stattdessen gehen wir zu was anderem über, nämlich der Collector's Edition von Black Ops 2. Und die haben wir auch hier. Einen kleinen Moment bitte. Bumm, da ist er ja. Das ist die Care Package Edition. Kommt hier in einem sehr schön verarbeiteten Plastikkoffer. Und um es gleich vorwegzunehmen, an alle PC-Spieler, wer sagt, er hätte das hier gerne für den PC, bums, ist nicht. Leider. Denn das Ding gibt es nur für die PS3 und für die Xbox 360. Nichtsdestotrotz machen wir das jetzt mal auf. Ja, und man sieht schon Kartons. Das ist immer gut, Schachteln sind immer gut, heißt viel Inhalt. Mal gucken, was das hier ist, das verrate ich noch nicht, dazu kommen wir gleich. Aber hier sieht man schon recht schön ein Steelbook. Hier sehr schön gemacht. Mit einem Cover hier auch noch drauf, vielleicht für die weiblichen Fans. Das ist übrigens ein spielbarer Charakter aus dem Zombie-Modus. Machen wir das Ding mal auf. Wer hätte es gedacht? Call of Duty Black Ops 2 ist drin. Sehr schön. Schon mal ein Pluspunkt. So. Und hier haben wir, und das möchte ich bewusst in Anführungszeichen setzen, die Anleitung. Es sind 4 Seiten. Was soll das? Entweder eine dicke Anleitung oder gar keine. Lohnt eigentlich nicht. Also so, und hier haben wir dann noch die Beschreibung der zusätzlichen digitalen Inhalte. Hinten ist ein Code, deswegen zeige ich den natürlich nicht. Mit diesem Code können wir dann zum einen die 2 Bonus-Maps freischalten. Das wäre dann zum einen Zombie Nuketown sowie Nuketown 2025, als auch exklusive Inhalte, konsolenexklusive Inhalte. Das wäre auf der Xbox 360 ein Zombie-Avatar-Kostüm und ein kleines Avatar-Pad, nämlich diese Claw, also dieses unbemannte Vehikel, dieses vierbeinige Roboterwesen. Und für den PlayStation Store gibt es 2 neue Menü-Hintergrundbilder. So, da ist natürlich noch mehr drin. Da haben wir hier diese schönen Challenge Coins, nennen sich die, also Herausforderungsmünzen im Deutschen. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Genau. Also sehr schön gemacht, sehr schön geprägt für Sammler eben. Also muss ich ehrlich sein, meins wäre es jetzt nicht. Aber sie sind sehr schön verarbeitet, wie man hier sieht. Und diese Münzen haben aber noch eine andere Bedeutung. Und zwar die untere hier, auf der befindet sich nämlich ein Code, mit dem man zusätzliche digitale Inhalte freischalten kann, aber eben nicht über den Marktplatz und nicht über den Store, sondern über die Call of Duty Website. Und da gibt es dann zum Beispiel, beziehungsweise nicht zum Beispiel, da gibt es dann 2 neue Spielerkartenhintergründe, die kennt man ja als Black Ops Spieler, die werden zum Beispiel eingeblendet, wenn man jemanden gekillt hat beim Gegner, dann sieht er auch, holla, der hat die Special Edition gekauft. Dann gibt es noch ein neues Skin für eine Waffe im Multiplayer und das empfinde ich als relativ dämlich, es gibt auch den Soundtrack als digitalen Download. Und ganz ehrlich, wenn man Geld für so einen Koffer ausgibt und für das, was da drin ist und was ich euch noch zeigen werde, warum das Ding dann nicht mit reinstecken? Von mir aus noch nicht mal in der eigenen Jewel-Case oder sowas, aber zumindest hier mit ins Steelbook. Also das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. So, kommen wir jetzt zum wichtigen Teil, zum großen Extra. Und zwar ist das das hier. Man sieht es auch schon, um euch noch mehr zu verraten, hier im Hintergrund, was es sein könnte. Jawohl. Das ist die MQ-27 Dragonfire-Drohne, wie man sie aus dem Spiel kennt. Das ist die hier. Ist hier mit Styropor gemacht. Flügel hier aus Plastik. Ob die fliegt oder gleich in die Luft fliegt, wenn man es ausprobiert, das zeigen wir euch nachher natürlich noch. Und hier kommt dann dazu auch diese kleine Box noch zum Tragen. Das ist der letzte Inhalt dieses Koffers. Und zwar haben wir hier drin Klebeband, denn wie gesagt, Styropor, da kann es passieren, dass es nach dem ersten Rundflug nicht mehr so schön aussieht. Genau, das ist nochmal die Klebebandanleitung. Jetzt kommt erstmal das Wichtigste natürlich, wie steuern wir das Ganze? Mit einer Fernbedienung. Übrigens, Schraubenzieher bereithalten, weil sonst kriegt man das Ding nicht auf. Da kommen dann auch Batterien natürlich rein, die sind Gott sei Dank mit drin. So. Da man aber, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich nicht den ganzen Tag damit rumfliegt, sondern das Ding ja auch irgendwo hinstellen will und seinen Freunden zeigen will,
gibt es hier einen kleinen, eine kleine Plattform mit einem Standfuß, da können wir es dann drauf befestigen. Und dieser Standfuß, der hat einen Kugelkopf, das heißt, wir können das Ding auch bewegen, also so ein bisschen Dioramaartig hin und her bewegen, sieht dann sehr schön aus. So, wie funktioniert das Ganze überhaupt mit dem Aufladen und so weiter? Natürlich, wie schon gesagt, die Fernbedienung hat 6 Batterien drin. Das heißt, wir können jetzt über die Fernbedienung, die ich gerade nicht finde, doch da hinten ist sie, hier ein Kabel rausziehen und das Ganze dann über die Fernbedienung, über die Batterien aufladen. Oder aber man hat die Möglichkeit, das Ganze über ein USB-Kabel aufzuladen. Und das ist auch so ein Ding. Lang ist das nicht. Das heißt, man muss Platz auf dem Tower schaffen, denn sonst hängt die Drohne vom PC runter. Will man das? Ich glaube nicht, wenn man das Geld ausgibt. Und hier noch eine kleine Tipps- und Trickskarte. Wie sollte man mit der Drohne umgehen? Also wahrscheinlich nicht anzünden und so weiter, sonst nicht so gut. So, das Ding hier kostet insgesamt 180 Euro, ist momentan ganz normal bei jedem Händler erhältlich. Wenn man darauf verzichten möchte, wenn man auf den Koffer verzichten möchte und auf die Drohne, gibt es eine Alternative, und zwar die Hardened Edition. Die gibt es leider wieder auch nicht für den PC. Was da an Alternativen gibt, dazu kommen wir gleich. Die Hardened Edition beinhaltet die ganzen Extras, von denen ich gerade schon gesprochen habe, nur eben den Koffer und die Drohne nicht. Kann man jetzt überlegen, kostet dann eigentlich 80 Euro, hat es zumindest heute Morgen noch gekostet. Mittlerweile gibt es nur noch gebraucht oder von Drittanbietern, und da ist der Preis momentan, liegt der Preis momentan bei 130 Euro. Ja, finde ich, ist es nicht wert, muss man ehrlich so sagen. So, dann gibt es natürlich noch die normale PS3 respektive Xbox 360 Version für ungefähr 60 Euro. Und jetzt wird es eben interessant, was hat man dann als PC-Spieler für eine Wahl? Da gibt es auch die normale Version, wie es auch schon auf der PlayStation und Xbox 360 gibt, kostet ungefähr 50 Euro bei den Händlern. Und als Alternative für diese ganzen Varianten gäbe es dann die Digital Deluxe Edition. Da ist dann zusätzlich dabei, also es ist wie gesagt nur digital, das heißt, es ist ein Code in der Box, den man einlösen muss. Und da ist dann dabei Call of Duty World at War. Und das ist auch wieder so ein Punkt, warum ist Call of Duty World at War dabei, wenn der Vorgänger von Black Ops 2 Black Ops wäre und ist. Also warum nicht Black Ops reinhauen? Das ist neuer, aber gut, kann man drüber streiten. Und zusätzlich eben die Inhalte, die ich schon vorher erwähnt habe, wie diese Spielerkartenhintergründe, der Soundtrack etc. Aber eben keine Münzen, kein Koffer und nicht die exklusiven Konsoleninhalte. Und der Preis dieser Edition beträgt 65 Euro. Genau. Ansonsten wäre es das schon gewesen, möchte ich meinen. Und wir probieren jetzt aus, nein, machen wir noch nicht, denn das Wichtigste natürlich, die PC-Version ist Steam-pflichtig. Das habe ich vergessen zu sagen, das ist noch ganz wichtig. Ihr kennt das Prozedere ja, das Spiel bei Steam anmelden einmalig, danach kann es, egal wie oft runtergeladen werden, nur der Wiederverkauf ist nicht möglich. Genau, und wir probieren das Ding jetzt mal aus, mal sehen, ob es in die Luft fliegt. So, ich als professioneller Hobby-Flugzeugflieger versuche jetzt das Ding zu starten. Da müssen wir erstmal synchronisieren. Wir machen das Ding also an. Jetzt blinkt es ein bisschen und jetzt gucken wir mal, was passiert. Jawohl, es blinkt. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt wurde es synchronisiert und jetzt geschieht bald ein Unglück. Das ist alles beabsichtigt. Perfekt! Die Care Package Edition. Und? Das ist was. Ich komm mal auf. So, das war dann die Care Package Edition von Black Ops 2. Die Frage bleibt, ist es wirklich 180 Euro wert? Naja, es ist halt so, die Münzen, die sind nett. Auch diese Idee mit dem Aufdruck hinten, mit diesem exklusiven Code. An sich ist die Drohne auch ganz nett. Man hat jetzt gesehen, sie fliegt, beziehungsweise man bringt sie zum Fliegen, wenn man es ein bisschen mehr drauf hat als wir. Nur, es ist doch so, es ist ein Sammlerstück. Wenn man mit dem Ding rumfliegt, es knallt irgendwann gegen die Wand. Will man dieses Modell wirklich mit Schäden und so weiter stehen haben oder nicht? Und wenn man es nur hinstellt, ist es Styropor meets Plastik. Finde ich dann nicht wirklich. Also 180 Euro wäre mir dann persönlich zu teuer.